von der Friedensbewegung. Ich bin Helmut Kess, Hausarzt im Ruhestand. Und ich wollte auf die kritische Situation zwischen den USA und Russland in Syrien ansprechen. Der Druck auf Deutschland wächst. Deutschland soll noch mehr in den Angriffskrieg auf Syrien hineingezogen werden. In der Braunschweiger Zeitung stand gestern, der US-Sondergesandte erwarte militärische Solidarität im Falle eines Giftgaseinsatzes durch Assads Truppen. Wir können fast sicher sein, dass ein gefakter Giftgaseinsatz kommen wird. Also die Rebellen oder die sogenannten Rebellen werden einen Giftgaseinsatz machen. Mit der Gefahr bis hin zur Menschheitsvernichtung bei einem Krieg zwischen NATO und Russland konfrontiert, möchten wir als Friedensbewegung schärfsten Protest gegen die völkerrechtswidrigen Vorschläge aus den USA einlegen. Die ehemaligen Geheimdienstspezialisten der USA mit dem berühmten McGovern warnten in einem Schreiben an ihrem Präsidenten vor diesem Fehler. Als sie vor dem Irakkrieg warnten, sind sie zum Schaden der Welt dabei gescheitert. Diesmal geht es um möglicherweise viel mehr. Okay. In diesem Jahr wurde herausgestellt, dass die Chemieangriffe im April in Syrien Fake-Produkte der Weißhelme waren. Das war ja auch als völlig sinnlos, dass er Assad die Leute mit Chemiewaffen bombardiert hätte, wenn er sie mit konventionellen Waffen schafft und wenn er weiß, dass die Leute, dass er dann bombardiert wird von. Also völliger Blödsinn, dass das war. Jetzt ist es offensichtlich wieder ein solcher Angriff geplant, vermutlich mit echten Todesopfern, um den völkerrechtswidrigen Angriff, den zu begründen. Diese Art von Argumenten konnten wir schon von Angela Merkel hören. Unser wissenschaftlicher Dienst des Parlaments hat den seinerzeitigen Angriff der USA mit den Willigen Frankreich und England auf Syrien als völkerrechtswidrig bezeichnet und warnt davor, sich an einem solchen hochgefährlichen Angriff zu beteiligen. Wir müssen versuchen, einen solchen Angriff zu verhindern, auch indem wir dazu beitragen, Deutschland zu stoppen. Das war's. Okay, danke. Okay. Ich bin Michael Köllisch. Ich würde noch einmal gerne darauf hinweisen, wie ungleich die Rüstungsausgaben verteilt sind. Die NATO gibt 910 Milliarden Dollar nach Daten des schwedischen Friedensforschungsinstitutes SIPRI für 2017. Also NATO 910 Milliarden Dollar für Rüstung aus. Jetzt raten Sie mal, wie viel Russland ausgibt. Das sind gerade mal 66 Milliarden Dollar. Für 910 Milliarden kann man natürlich eine Menge mehr Kriegsspielzeug kaufen als für 66. Und es ist nicht einzusehen, dass wir bei einer solchen Übermacht jetzt noch mehr Geld für die Rüstung ausgeben sollen, statt für unsere zusammenbröckelnde Infrastruktur. Danke. So, ich danke für die kleine Pause. Danke.